Gebet zum heiligen Erzengel Raphael für Kranke, Krebskranke und besondere Anliegen. Heiliger Erzengel Raphael, dein Name bedeutet Arznei Gottes oder Gott heilt. Du bist es, der uns auf der Pilgerschaft dieses Lebens als Engel der Reisenden begleitet. Dich ehren wir als barmherzigen und wunderbaren Arzt der Krankheiten des Leibes und der Seele. In deiner Güte hilfst du auch den Gefährdeten und all jenen, die von den Mächten des Bösen bedrängt werden. Ganz besonders erbitten wir deine liebevolle Fürsprache in den folgenden Anliegen. Und hier können sie ihre eigenen Anliegen nennen. Trage du sie vor den Thron Gottes und vereine dein Gebet mit dem unsrigen. Deine Fürbitte ist wie duftender Weihrauch und ein Trost für alle Leidenden, die sich dir anvertrauen. Sei unser Begleiter auf dem Weg zum Arzt und bei allen Behandlungen. Hilf uns, die Ärzte und Heilmittel zu finden, die wir für die Heilung unserer Erkrankungen brauchen. Erbitte uns auch die Gnade der Reinheit des Herzens, die uns befähigt, ein würdiger Tempel des Heiligen Geistes zu sein. Beschenke uns mit deinem heilenden Öl, das du als himmlischen Balsam den Kranken bringst, für die Gebrechen des Leibes, aber auch für die Heilung der Wunden der Seele. Wir erwählen dich als unseren Beschützer und ständigen Begleiter auf unserem Lebensweg, damit wir eins mit dir die himmlische Seligkeit erlangen können. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Du bist Raphael, der Heiler, du bist Raphael, der Führer, du bist Raphael, der Gefährte, immer als Helfer von jedem menschlichen Leid. Himmlischer Arzt, heiliger Erzengel Raphael, mit deinem Lichte erleuchte uns. Himmlischer Arzt, heiliger Erzengel Raphael, mit deinen Flügeln beschütze uns. Himmlischer Arzt, heiliger Erzengel Raphael, mit deiner Arznei heile uns. Amen. Der heilige Erzengel Raphael ist ein großes Geschenk der Liebe Gottes und uns zur Freude. Er ist der Patron der Ärzte, Heilpraktiker, für die Kranken, für die Apotheker, und er ist der besondere Engel, der auch die Kinder beschützt. Wir wissen aus dem Buch Tobit, dass er dem jungen Tobias half und dass er ihn in allen Gefahren als Engel und Schutzpatron der Pilger behütet hat. Der Name des heiligen Raphael bedeutet Arznei Gottes oder Gott heilt. Und so freuen wir uns, dass wir die Fürsprache des heiligen Erzengels Raphael anrufen können in all unseren Anliegen, aber auch besonders für die Erkrankungen an Leib und Seele. Ich freue mich, wenn Sie dieses Gebet immer wieder mit uns beten. Danke.